Was geht ab, meine Pokémon-Trainer? Osaru hier. Und als ich heute Morgen die News zu den neuen Pokémon-Spielen gesehen habe, ist mein altes Trainerherz entflammt. Denn falls ihr es nicht wisst, ich bin ein Pokémon-Gamer seit klein auf, habe da jede Edition durchgespielt, durchgenommen, wirklich jede Ecke da in dem Game untersucht. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass da neue Spiele rauskommen. Es handelt sich hierbei um Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Diese erscheinen am 16. November 2018 weltweit für die Nintendo Switch. Dabei handelt es sich jedoch, vorsichtig ausgesagt, nicht um die klassischen Hauptspiele und Core-Series der Pokémon-Reihe, sondern es sind mehr oder weniger, vorsichtig ausgedrückt, es werden zwar quasi Hauptspiele sein, aber nicht wie wir es kennen, Spin-Off-Titel, mehr oder weniger. Wir werden uns gleich alle Informationen dazu sehen, aber was meine ich damit? Denn seitens Nintendo wurde schon quasi bestätigt, dass die neuen Hauptspiele, die neuen Core-Series, nächstes Jahr in der zweiten Hälfte 2019 erscheinen werden. Diese werden dann im Stil sein von XY, Sonne und Mond, so wie wir es eben kennen, wie die Main-Series war, wie die Hauptspiele war. Dass mehr um die Kämpfe drehen wird, etc., etc. Aber die quasi neuen Spiele, die am November erscheinen werden, Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu, werden quasi so ein RPG für jedermann. Wir werden uns aber dementsprechend erstmal alle Informationen anschauen zu den beiden neuen Spielen, damit ihr euch da eure eigene Meinung machen könnt. Aber zu den Informationen zu Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, welche wie gesagt am 16. November 2018 weltweit erscheinen für Nintendo Switch. Und zwar werden diese Titel sich inspirieren von Pokémon Gelb, heißt, wir werden quasi zurückkehren in die Kanto-Region und dort werden wir quasi dann unser Abenteuer bestreiten. Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli, wie es die Titel sagen, werden wir da am Anfang quasi dann zwischen Evoli oder Pikachu wählen. Diese werden dann unüblich nicht in ihren Pokébällen sein, sondern entweder an unserer Schulter mit uns unser Abenteuer begleiten oder auf unserem Kopf, je nachdem, wie wir da wählen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also es wird natürlich dann nicht ein 1:1 Remake von Pokémon Gelb, sondern das Ganze hat sich davon inspirieren lassen. Demnach gibt es auch, wurde schon bestätigt, die ersten 151 Pokémon werden in dem Game sein, von der Kanto-Region logischerweise, und gewisse Alola-Formen der Pokémon der Kanto-Region werden auch vertreten sein. Zudem wurde bestätigt, dass man wilde Pokémon nicht bekämpfen kann. Man kann sie quasi nur fangen. Wir werden gleich drauf kommen, wie man die Pokémon fängt. Das ist ähnlich, wie es der Titel sagt, wie in Pokémon Go, falls ihr das kennt, wie das in Pokémon Go läuft. Da merkt ihr schon, dass es quasi nicht wirklich die 1:1 Hauptserien sind. Deswegen meine ich vorsichtig gesagt Spin-Off-Titel, weil es jetzt schon ein bisschen unterscheidet von der Hauptserien. Aber wie gesagt, die Hauptserien, die neuen Spiele, wie ihr es kennt, Hauptedition, Rot, Gelb, etc., 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 auch wenn man diese beide darunter kategorisieren kann, kommen dann erst, wie gesagt, zur zweiten Hälfte 2019. Und das wird dann quasi, wie wir es üblich kennen, wie bei X im Stil von XY, Sonne und Mond, etc. Das meinte ich damit vorhin. Und das wurde ja quasi seitens von Eurogamers und Nintendo da auch schon bestätigt. Aber zum Fangen selbst, wie gesagt, da benutzt man quasi einen Joy-Con der Switch. Ich spiele das ganze Game auch nur mit einem Joy-Con, läuft ein bisschen rum und A, B, mehr braucht ihr bei Pokémon nicht wissen mehr. Ihr fängt sie quasi, indem ihr selber wirft, ja, so wie bei Pokémon Go, wie wir es kennen mit dem Daumen. Deswegen ist es quasi da Pokémon Go-like und zu Pokémon Go gibt es auch natürlich ein paar Features, werden wir gleich darauf zurücksprechen kommen. Mit dem Joy-Con quasi wird das Ganze machen, die Pokémon fangen, da einmal hinwerfen. Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie in Pokémon Go, wie das Ganze funktionieren wird mit dem Kreisel, dass ihr das gut treffen müsst, etc., etc. Zudem wird man dann quasi noch, das finde ich sehr, sehr cool, in der Lage sein, zu zweit spielen zu können. Koop. Es wird ein Koop-Feature geben. Zwei Spieler können gemeinsam auf ein Abenteuer gehen. Das finde ich sehr, sehr cool, dass man quasi zu zweit gehen kann. Damals, als ich gegen einen Doppelkampf immer hatte, gegen so zwei Teenies, wollte ich immer mit meinem Kumpel spielen. Ja, Doppelkampf mit meinem Kumpel da. Oder zusammen Abenteuer begehen mit ihm zusammen. Und jetzt ist das quasi möglich. Das finde ich sehr, sehr cool. An der Stelle, dass sie sowas integriert haben. Dadurch könnt ihr dann quasi mit euren Kumpels, mit euren Freunden oder wen auch immer auf Abenteuer gehen, zusammen das Abenteuer zusammen erleben und zusammen natürlich auch Kämpfe beschreiten. Kämpfe wird es geben, wie gesagt, aber keine Kämpfe gegen wilde Pokémon. Das wurde bestätigt. Wilde Pokémon gibt es quasi. Es wird auch nicht so sein, dass ihr, wenn ihr in ein Gras reinläuft, beispielsweise Classic Pokémon-like, dass da irgendein Pokémon auftritt. Nee, ihr werdet dann quasi direkt auf ein Pokémon zulaufen. Die werden dann aufsporen und dann seht ihr da, so wie in Pokémon Go, oh, okay, wenn ihr auf den zuläuft, dann könnt ihr sie quasi fangen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin da wirklich der Boy, der da dennoch gegen die Pokémon kämpft und sie dann fängt. Wie gesagt, aber ihr merkt den Unterschied zwischen Hauptserie, wirklich Hauptserie, und das, was ich meine, mit vorsichtig ausgesagt, ich sage es immer und immer wieder, Spin-Off-Titel. Es ist wirklich nicht ein Spin-Off-Titel, sondern auch quasi, gehört mehr oder weniger zu einer Hauptserie, aber es ist anders, als wir bisher kennen, wie ihr merkt. Da wird noch zusätzlich zu dem Joy-Con ein Pokéball Plus rauskommen, das dann quasi wirklich ein Joy-Con in Form eines Pokéballs. Damit könnt ihr auch spielen oder Pokémon fangen und das Pokémon dann mit euch mitnehmen in euer Real Life. Und damit könnt ihr dann mit eurem Pokémon interagieren quasi. Und
Ja, das ist dann quasi so wie die Tamagotchi, sag ich mal, mehr oder weniger. Dass ihr da Pokémon dann mitnehmen könnt und dann ein bisschen rumkuscheln könnt und so weiter und so fort. Finde ich eine gute Idee, vor allem für Kids. Ja, ist ein schöner Gimmick auf jeden Fall dann an der Stelle. Zusätzlich könnt ihr dann Kanto-Pokémon, die ihr aus Pokémon Go gefangen habt, in eure Spiele auf die Switch transferieren. Diese sind dann in einem Pokémon-Park und mit denen könnt ihr dann quasi auch interagieren. Und die Interaktion mit Pokémon Go und den Switch-Titeln wird da quasi viel sein. Ja, ihr merkt schon viele Mechaniken, vor allem das Fangen ist basierend auf Pokémon Go. Finde ich nicht schlimm. Ja, ihr könnt dann quasi auch die Spiele eurer Accounts verknüpfen und dann quasi, wie schon gesagt, die Pokémon transferieren oder gewisse Gegenstände, Items. Im Trailer haben wir dann auch quasi am Ende gesehen, dass sie ein Pokémon rübergeschickt haben von den Spielen zu Pokémon Go. Ein Pokémon, das wir zuvor noch nie gesehen haben. Ich werde den Link des Trailers in die Beschreibung setzen. Das Ganze könnt ihr euch dann auf jeden Fall anschauen. Was hattet ihr von Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli, den neuen Spielen für Nintendo Switch, welche am 16. November 2018 weltweit, wie gesagt, erscheinen werden? Aber behaltet im Hinterkopf, die Hauptspiele, die Spiele, die wir kennen, die klassischen Spiele, die Main Series, Core Series, wie es heißt, erscheinen in der zweiten Hälfte 2019. Ich bin dennoch sehr, sehr gespannt auf Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli, wenn das Ganze rauskommt. Wie gesagt, werden wir das Ganze auf jeden Fall let's playen. Wenn es neue Informationen zu den Spielen rund um Pokémon geben wird, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Bis dahin habt auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.